Moin, hier ist wieder Alex von Aquifels Filmecke. Ja, und heute gibt es ein Review zu Intruder, beziehungsweise Blood Knight heißt er ja in Deutschland, aus dem Jahre 1989. Und ja, ist definitiv einer der interessanteren Slasher der 80er Jahre, aber ja, bei den ganzen Freitag der 13. Nightmare on Elm Street und so geht er bei manchen viel auch durchaus unter. Und sind wir ehrlich, in Deutschland ist er natürlich auch im Vergleich zu anderen Filmen nicht ganz so unendlich einfach uncut zu bekommen. Egal, ne? Was ist jetzt, ja, steckt jetzt hinter diesem Film tatsächlich? Ja, in Scott Spiegels Film dreht es sich um ja, die Angestellten eines Supermarktes, ne, der wohl kurz vor der Schließung steht. Aber gut, ne, die arbeiten da alle ihre Nachtschicht ab und gut, mit dem Freund von Jennifer Ross, ne, gespielt von Elizabeth Cox, gibt es auch ein bisschen Stress am Anfang und na gut, scheint es nicht weiter bedeutend zu sein. Nur ja, irgendwann beginnt irgendein Irrer da ja, die einzelnen Leute auf brutalste Weise zu töten. Was natürlich erstmal den Verdacht nahelegt, dass das vielleicht der ja, vorher schon gewalttätig gewordene Freund der Protagonistin ist. Nun ja, letzten Endes, viel mehr kann man zu der Handlung gar nicht sagen, wird hier denn ab einem gewissen Punkt ne, das Ganze durchgemetzelt, dann aufgelöst und ja, ist halt ein Slasher. Bevor wir jetzt zu den beiden, ja ich sag mal, Stärken des Slasher-Genres kommen, muss man hier schon mal einen großen Kritikpunkt an Blood Knight bringen oder an Intruder bringen. Und zwar, es dauert ein bisschen, bis das Ganze in Fahrt kommt. Gut, man kann das jetzt sehen, wie man möchte. Ich sag mal so, die ersten grob 40 Minuten verbringen wir damit, die Charaktere ein bisschen kennenzulernen. Ne? Auch hier gerade diese Situation mit dem Freund von der Protagonistin rauszukriegen, ne? Dass der da ankommt, die sich wohl getrennt haben, der jetzt ein bisschen Stress da verursacht, rausgeschmissen wird und. Ja, da passiert nicht viel. Es wird keine Spannung aufgebaut, es wird keine Atmosphäre aufgebaut. Und das wäre gar nicht schlimm, wenn wir hier wirklich interessante Charaktere gehabt hätten. Ja, aber die meisten sind halt, ja, die arbeiten im Supermarkt, ne, und wir betrachten sie bei dem, was sie da erstmal so tun. Das zieht sich ein bisschen, ist ein bisschen langweilig, bis es denn losgeht. Und ja, man merkt hier ein bisschen das schmale Budget, was ja erstmal keine Kritik ist. Nur das Skript liefert hier halt nicht unendlich viel. Und guckt man sich jetzt ne, mal Sam Raimis Tanz der Teufel an. Ja, da dauert es auch ein bisschen, bis es losgeht. Aber waren die Charaktere doch ein Stück interessanter noch, ohne jetzt wirklich tiefgründig zu sein. Wie gesagt, die Exposition braucht hier durchaus ein bisschen länger und naja, man muss sich da schon ein bisschen durchkämpfen, bis es dann losgeht. Und wenn es dann losgeht, dann wird es aber auch wirklich interessant. Und interessant wird es dann wirklich, also so richtig, denn ja, Slasher leben natürlich von kreativen und idealerweise blutigen Kills und ja, Scott Spiegel, der spult das denn hier sehr schnell ab, weil natürlich hier sehr viele Leute erstmal sehr schnell dezimiert werden müssen. Und ja, das passiert sehr, sehr blutig, teilweise auch recht kreativ und vor allem effekttechnisch sehr gut gemacht. Und da haben wir von, ich sag mal, ne, so ein, man kennt das vielleicht, ne, hat so ein Holzding, ein Pika drauf, und da kann man einen Quittung, einen Zettel und sowas raufstapeln. Dass das einfach mal jemand im Kopf darauf geknallt wird, dass mit so einem ja, Lastenfahrstuhl-Gedöns jemand der Kopf zerquetscht wird, dass jemand mit so einer Säge hier der halbe Schädel abgesägt wird. Das ist sehr, alles sehr, sehr blutig. Das ist effekttechnisch wirklich klasse gemacht. Und ja, Splatterfilm-Fans kommen hier auf ihre Kosten und Slasher-Fans werden auch sagen, yes. Und das ist ja schon mal ein großes Qualitätsmerkmal für so einen Film, muss man klar sagen. Wenn die Kills halt, ja, gerade wenn wir hier von 1989 reden, aus dem Jahr, aus dem der Film ist, dass der es hier tatsächlich schafft, nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht zu schocken und auch mal ein paar neue Ideen einzubringen, als, ja, das, was man sonst aus den meisten Slashern so ein Stück weit kennt, ne? Denn hier das Messer rein, hier eine Kehle auf, man kennt das Spiel halt und da ist Intruder durchaus ein bisschen abwechslungsreicher und, ja, ideenreicher. Der nächste Punkt, der für einen Slasher natürlich eine Rolle spielt, ist die Atmosphäre bzw. die Spannung. Und gut, ich habe es am Eingangs mit der Exposition erwähnt. Da zieht sich der Film und selbst die Kills, muss man ehrlich sagen, da wird das Ganze nicht so unendlich spannend oder atmosphärisch, weil die relativ schnell runtergespult werden und das Ganze dann eher ein reiner Splatterfilm ist als wirklich ein spannender Horrorfilm.
Aber sobald es denn darum geht, dass so der Großteil der Leute abgemurkst wurde, die Protagonistin sich dann mit dem Killer auseinandersetzen muss, ja, da fährt der Film dann zur Höchstleistung, auch was das angeht, dann wird es wirklich spannend, wirklich düster und ja, gruselig. Gut, Slasher sind selten wirklich gruselig, aber hier hat er dann auch eine düstere Atmosphäre, die auch viele Slasher nicht erreichen, weil die dann eher ein spaßiges Killen bei die doofen Teenies abspielt. Und gut, hier haben wir dann wirklich eine coole Auseinandersetzung, auch eine recht lange Auseinandersetzung zwischen dem Killer und dem Final Girl. Und ja, ne, das macht was her, das ist spannend gemacht, ist atmosphärisch. Und ja, ich sag mal so, wäre der Film die ganze Zeit so gewesen, wäre es ein absolutes Meisterwerk, aber... Gut, ne, so steigert er sich kontinuierlich, ne, bietet dann für die Splatterfilm-Fans was, ne, und am Ende, da wird es dann wirklich, ja, auch passig von der Atmosphäre und von der Spannung her. Was auch besonders cool ist für die Horrorfilm-Fans, nicht nur, dass er dann irgendwann sehr spannend ist und dass das Ganze sehr blutig wird, wir haben hier auch ein paar, ich nenne es mal so, nette Cameos, ne, zum Beispiel halt, also erstmal klar, ne, Scott Spiegel hat ja auch in Tanz der Teufel mitgespielt, er spielt hier auch eine kleine Rolle. Sam Raimi hat einen Nebenauftritt oder eine kleine Nebenrolle. Bruce Campbell taucht auf und so ein paar bekannte Gesichter, die sind ja immer schon mal ganz nett, wenn man die dann sieht. Und ja, wie gesagt, da merkt man auch, dass die sich so privat wohl auch kannten oder schon zusammengearbeitet haben und sich ja auch gegenseitig ein bisschen ausgeholfen haben. Aber wie gesagt, gerade Bruce Campbell, wenn man den dann am Ende sieht, hat man natürlich immer Spaß an der Angelegenheit. Und wo wir beim Thema Ende sind, ich finde das Ende auch wirklich klasse gemacht, also ohne hier zu viel zu spoilern. An ein, zwei Stellen gibt es, ich sag mal, einen kleinen Twist. Auch die Begründung des Killers, weshalb er das macht, die ist, naja, ein bisschen spezieller, aber vom Grundsatz her nachvollziehbar. Und wie gesagt, das Ende, das ist dann nochmal so richtig schön bitterböse. Aber auch irgendwo nachvollziehbar und passig und rundet den Film auch wirklich cool ab, dass der halt sich von langsamen und etwas lahmarschigen Einstieg dann wirklich kontinuierlich steigern kann, bis er am Ende wirklich dann durchaus cool ist. Von daher, Blood Night ist definitiv ein Klassiker des 80er Slasher-Kinos. Ist er ein Meisterwerk? Nein. Ist er ja wirklich der Beste, oder einer der Besten der ganzen? Nein, aber er wird halt gerne auch unterschätzt von vielen und ja, er braucht ein bisschen, bis er in Fahrt kommt, aber dann legt er halt auch wirklich los und zeigt ja Sachen, die wir in manchen anderen 80er-Slasher-Filmen irgendwann wirklich vermisst haben, nämlich nicht nur einfach eine Menge Kills, die Höhe des Bodycounts ist gar nicht immer so wichtig, sondern dass wir hier wirklich ein paar wenige harte Morde haben, die auch durchaus kreativ sind, effekttechnisch schon umgesetzt sind. Und zum Finale ersteigert sich auch mit der Spannung immer weiter und wie gesagt, habe ich eben erwähnt, die finale Konfrontation, die läuft. Die ist wirklich super gemacht. Ja, von daher definitiv einer der härtesten Slasher, definitiv auch im Endergebnis einer der interessantesten Slasher, weil hier nicht einfach nur irgendwelche stumpfen Teenies abgeschlachtet werden und ja, das Ganze ohne Twists und ohne Spannung auskommt. Nee, das macht den Intruder hier wirklich gut. Ja, wie gesagt, wäre die Exposition, würde ein bisschen schneller in diese Aufwärtsspirale kommen, wäre es wirklich ein richtig genialer Film. So ist er halt nur ein cooler 80er Slasher, der von vielen gerne mal vergessen wird oder übersehen wird, weil andere Franchises oder so größere Budgets hatten oder einfach einen größeren Namen haben. So, das war's. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, hier habt ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Videos, eine Empfehlung von YouTube und ja, eins meiner neuesten Videos auch noch zum Anschauen, um die Zeit zu überbrücken. Also, viel Spaß noch.